Kammern in Niederösterreich. Noch schnell einpacken, was geht. Johannes Ulmer will sein Haus bestmöglich vor den drohenden Wassermassen schützen. Jeder hier erinnert sich noch an das Jahrhunderthochwasser vor 20 Jahren. Wir waren damals nicht zu Hause, wie es Hochwasser war. Gell? Und jetzt sind wir halt natürlich, ja, jetzt können wir halt was machen. Jetzt können wir reagieren. Ne? Der Kamp ist ein Zufluss der Donau. Das Wasser ist über Nacht um einen Meter gestiegen. Für die Anwohner und Familie Ulmer ist es ein Wettlauf mit der Zeit. Seit gestern werden bedrohte Orte gesichert. Die Einsatzkräfte sind vorbereitet. Wir gehen auf der einen Seite vom Worst-Case-Szenario aus, vom schlechtesten Szenario. Niederösterreich, ähnlich wie Bayern, ein großes Bundesland. Wir haben 1700 freiwillige Feuerwehren, auf die wir hier mit fast 100.000, über 100.000 Mitgliedern zurückgreifen können. In Österreichs Nachbarland Slowenien schwillt die Reka zu einem reißenden Fluss an, innerhalb von nur 2 Stunden. Weiter östlich zieht ein weiteres Tief über Rumänien. Hier ist vielerorts schon Land unter. Mindestens 4 Menschen sind in den Fluten bereits ums Leben gekommen. Ein Hubschrauber sucht in den überfluteten Dörfern nach Eingeschlossenen. Wassermassen auch in Süddeutschland. Hier in Bad Reichenhall stehen erste Gärten bereits unter Wasser. Und es soll weiter regnen, beziehungsweise schneien wie hier im Westen Österreichs. Einzelne Straßen und Zugstrecken sind bereits gesperrt. Bis das Wasser kommt, arbeiten sie im Kamptal in Niederösterreich erstmal weiter. Wir bemühen uns, wir müssen jetzt was tun. Denn regnen soll es hier laut Prognose noch bis Dienstag.